Hallo zusammen, verdammt! Hallo zusammen, hier ist wieder euer Arkne97 mit Let's Play No More Heroes, Heroes Paradise. Zusammen mit... Lustes! Tja, die hat im letzten Part nochmal sehr viel Rums sein kann. Ich kann was Rums sein, geil sehen, wenn mein Hals wehtut und ich habe einen Kaugummi. Hallo, Kaugummi! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir ganz, was ganz, ganz Tolles. Wir gehen nämlich auf die Suche, auf die super lange, super, super Suche und Aki suchen, hallo. Hallo, wir werden jetzt am Anfang dieses Parts euch die letzten fehlenden 13 Lobikov-Bälle zeigen. Dafür habe ich eine kleine Liste bekommen von Losty gerade eben. Ich habe auch schon mal eine per PN von den Zuschauern bekommen. Danke nochmal dafür, ich konnte nur gerade die PN nicht finden. Deswegen hat Losty nochmal eine Liste rausgesucht. Wir werden jetzt die ganzen Punkte abfahren und sobald wir einen Lobikov-Ball sehen, lassen wir es euch wissen. Und danach werden wir die Bälle eintauschen und dann geht's zum Ranglistenkampf. Also bis gleich beim ersten der 13 Lobikov-Bälle. Der erste Lobikov-Ball befindet sich hier und wir haben einen Ball. Und zwar genau an diesem Punkt oben an der Karte. Wenn die gute Losty gerade AFK ist, mache ich eigentlich die Mülltonne auf und erhalte 2000 AP-Dollar. Aber psst. Mülleimer Action! Hey! Mit neuen Shirt! Hey! Euro 66. Ein El Muchacho T-Shirt. Oder was auch immer da draufstehen sollte. Luca Caraccia. Da ist Lobikov Ball Nummer 2 an dieser Geraden hier, wie man sehen kann. Ich habe ihn gefunden. Hey, und Losty ist aber noch AFK. Juhuhui. Und bis gleich bei Lobikov Ball Nummer 3. Hier ist Nummer 3, an der Seite ist er versteckt, ihr seht schon, ich mache das von oben nach unten und wir haben schon 3 Stück gefunden von 10. Hey, so schnell kann es manchmal gehen, yuppie! Mülleimer Action! Ein T-Shirt, hey, T-Shirt Nummer 89. Das ist was für eins? Es ist... Hey, ein blauer Robo G3, schön! Lobikov Ball Nummer 4 befindet sich an der Stelle. Losty ist immer noch AFK übrigens. Goddammit! Auf jeden Fall haben wir schon mal 4 Lobikov-Bälle bis gleich zum... Ist das der vierte? Es ist der vierte. Zum fünften! Mülleimer Action! Bam! Neues Shirt. Schön. Die Nummer 71 ist... Ich stelle mich mal in die Sonne dafür. Ein Oktopus. Tentakel Action. Ich habe irgendwie Vermutung, dass hier noch ein Lobikov-Ball sein könnte. Ist er aber wahrscheinlich nicht. Hier war nur ein Mülleimer, wie es scheint. Okay, dann haben wir hier zumindest einen Mülleimer und dann geht's bald weiter mit dem Ball oder dem Mülleimer. Lobikov Ball Nummer 5 befindet sich hier. Hier seht ihr es, hier mitten so in der braunen Pampa. Da, da, da! Bis gleich zur Nummer 6. Auch die Nummer 6 befindet sich hier in der Pampa. Bisschen weiter unten. Und damit haben wir schon 6. Wir haben schon fast die Hälfte. Juhuhui! Uns fehlen nur noch 7 Stück und dann haben wir alle Lobikov-Bälle. Lobikov-Ball Nummer 7 befindet sich hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt schon über die Hälfte damit und wir haben 3 Mülleimer. Nummer 1, Nummer 2 mit einem neuen Shirt, das irgendwie seltsam und gleichzeitig aber auch cool aussieht. GHM. Und noch ein neues Shirt und da haben wir... No More Heroes, ein sehr geiles Shirt. Freut mich, yay, wir kommen weiter. Bis gleich beim nächsten Ball. Der nächste Lobikov-Ball befindet sich hier hinterm Jobcenter an dieser Ecke da im Dunkeln. Juhu, ein weiterer, damit sind wir jetzt bei 44, nur noch 5, yay. Und ich habe schon über die halbe Karte durchquert. Und wir werden jetzt auch voll stylisch diesen Mülleimer eintreten. Dreht, T-Shirt, hey, perfekt. Und es ist... Such is life. Ein Army-Shirt. Hey! Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Ball wieder. Der nächste Lobikov-Ball befindet sich an dieser Stelle da rechts in der braunen Grütze mal wieder. Da ist er versteckt gewesen. Wir haben ihn. Damit fehlen uns jetzt noch 4 Stück. Noch immer 4? Wir gehen also hier Orte aus zum Suchen, ey. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten Lobikov-Ball. Der nächste Lobikov-Ball befindet sich an dieser Stelle an der Mauer dort. Da, 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 da. Schön, ein weiterer, nur noch 3. Kein Lobikov-Ball, aber 2 Mülleimer. Mülleimer, Mülleimer. T-Shirt Nummer 99. Ein rosa Totenschädel.
Ach, wie schön. Ich glaube, da vorne waren aber noch zwei Mülleimer. Bin mir gerade aber etwas unsicher. Mein Motorrad hängt mal wieder. Schön, bis gleich bei den Mülleimern. Und ich hatte recht, da sind noch mal zwei Mülleimer. Plöpp. Schön. Und plöpp. Neues Shirt. Die Nummer 98 und das ist... Man sieht's nicht richtig, Travis. Schwuchtel-Dance-Man. Okay, bis gleich beim Lubi-Kopfball. Mülleimer-Action! Ja. Nur etwas Geld, schade. Ich habe aber trotzdem noch keinen weiteren Lubi-Kopfball gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt die ganze Map schon abgefahren. Mehr als einmal. Und es fehlen immer noch drei Stück. Oder? Ja, drei fehlen noch immer. Naja, weitersuchen. Einen der drei habe ich gefunden. Er war ganz auffällig einfach auf diesem Parkplatz. Ich pack's nicht. Anscheinend fehlen mir ganz auffällige, beziehungsweise ganz dumm versteckte. Ich sehe da drüben übrigens noch einen Müller, mit dem wir nicht geöffnet haben, mit einem weiteren T-Shirt. T-Shirt Nummer 74, dort ist was drauf? Es ist gelb, es ist irgendwie mit schwarz. Es hypnotisiert mich. Oh Gott. Ich muss hier schnell weg. Böse Bilder, die mich hypnotisieren wollen. So, ich werde jetzt ganz kurz mal onscreen weiter gucken. Natürlich nur wirklich ganz kurz, also eine Minute oder so. Macht euch keine Sorgen, ihr werdet den Ranglistenkampf in diesem Part noch sehen. Aber zumindest habe ich schon mal diesen einen weiteren Lobby-Kopfball. Damit fehlen uns offiziell noch zwei. Ich mache mich weiter auf die Suche. Ich würde einfach sagen, bis gleich. Hey, ich habe noch einen Mülleimer gefunden. Und nur etwas Geld. Verdammt! Hey, noch ein Mülleimer mit noch etwas Geld. Juhu! Und noch ein Mülleimer. Pam, mit dem T-Shirt. T-Shirt Nummer 65. Ich habe mein Motorrad wieder voll eingeparkt. Ich komme hier wahrscheinlich wieder nie wieder raus. Doch, komme ich. Und es ist ein... Ein... Robo-T-Shirt. Hey! So, da bin ich wieder. Jetzt ist auch endlich nach zig Lobikopfbällen Losty wieder da. Und ich habe gerade festgestellt, beziehungsweise gesehen, dass einem die Lobikopfbälle angezeigt werden, sobald man einmal mit den Typen gesprochen hat. Da wir das im Let's Play noch nicht getan haben, machen wir das mal. Was machst du hier? Das ist ein besoffener Russe. Was machst du hier? Das ist kein Ort für einen Laufburschen wie dich. Ich kann keinen guten russischen Akzent, auch wenn... Ach, hey, egal, hau ab! Dabei! Du bist mir im Weg. Jetzt, wenn du einen Ball hättest, würde ich vielleicht mit dir reden. Dabei, Zucker. Finde die sieben Robikov, interessant, dass die jetzt anders heißen, Bälle, die in Center Destroyed verstreut rumliegen und bringe sie dem besoffenen Mann. Dabei, hey, hast du schon einen Ball oder nicht? Aha. Das ist ein Ball. Dafür bringe ich dir einen kleinen Trick bei. Wähle die Technik aus, die du willst. Ich will jetzt erstmal gar keine. Ich will jetzt schauen, ob das stimmt. Weil wenn mir jetzt die letzten beiden angezeigt werden, drehe ich voll am Rad, Leute. Ich sag euch. Richtig am Ball? Jetzt schauen wir mal. Weil sonst habe ich mir sehr viel Mühe umsonst gemacht. Bisher sehe ich nichts, dass es ein anderer Punkt dazu kam. Angeblich sollen diese Punkte orange sein. Ich fahre mal ein Stück weiter runter und falls ich die jetzt so bekommen habe, melde ich mich bei euch gleich nochmal. Bis gleich. Da ist ein Lobikopfball und es sind jetzt wirklich orangene Punkte auf der Karte. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Ist das nicht toll? Wunderschön. Trotzdem fehlt uns noch ein Ball. Den konnte ich bisher noch nicht auf der Karte ausmachen, aber ich fahre noch mal ein bisschen rum. Das heißt, wir sehen uns gleich, wenn wir den letzten Lobikopfball haben. Es ist dann der letzte. Es ist der letzte. Bis gleich. Nach einer Ewigkeit haben wir den letzten Ball gefunden. Da unten lag er. Ich hätte nur diese Treppen hier runterlaufen müssen, ich Idiot. Ist das zu glauben? Shit happens. Ich rage noch immer innerlich. Ja, ich weiß.
Deswegen bewegen wir uns jetzt mal zum nächsten Ranglistenkampf, damit ich meinen innerlichen Rage rauslassen kann. Ich fahre mal mit euch zusammen auf der Karte rum und so. In Wirklichkeit fahren wir ja gar nicht, wir bewegen nur einen gelben Pfeil über eine grüne Karte. Das weiß doch eigentlich jeder, außer ihr. Mohahaha. Oder wusstet ihr das? Oh mein Gott, haben wir einen Komplott aufgedeckt? Man weiß es nicht. Und ein sehr stilles Losti, das nicht spricht. Hallo. Sie hasst uns. Nein, ich hasse nur dich. Achso. Gut. Ah, dann schauen wir mal. Da vorne ist der Geldautomat. Wir haben die Kohle natürlich rein zufällig passend in markierten kleinen Scheinen drin dabei. Und ich würde sagen, stopfen wir es rein. Stopf. Du hast die vereinbarte Abgebühr bezahlt. Zurück zum Motel. Dann machen wir das. Oder? Maybe. Oder? Vielleicht gehen wir uns jetzt zuerst auch mal an und sich die geilen Burger reinpfeffern. Mit ganz viel Kalorien, aber das T-Shirt habe ich gar nicht mehr an, weil ich zwischendrin voll viele T-Shirts gefunden habe. Ich werde jetzt erstmal da reingehen, danach geben wir die Lobikow-Bälle noch ab. Das fällt mir gerade so ein. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, aber ich habe gedacht, nein, sei lieber still. Travis? Let me guess, you're out shopping. Shopping, now a vacation. Ooh, and these are amazing! Almost as amazing as me! A hard-working girl never forgets the others, even on vacation! Hey, I don't want to interrupt your fiesta. Who's next? Hey, give me a second. Don't go anywhere, sweetie. What? Huh? Yo, what's the problem? Something wrong? Hello? Great. Dance Party! Hat Travis so. Gerade eben in der Nase gepopelt? Ja, hat er. War es nicht erotisch? Nein, Travis, du verdammte Drecksau. Ich werde aber jetzt etwas tun. Ich werde jetzt speichern. Ich habe nämlich während der Suche nach den Lobikow-Bällen schon zweimal geschafft, mein Motorrad so zu stellen, dass ich mich eingesperrt habe. Und habe beim einmal sogar mehr als 10 Minuten gebraucht, um da wieder rauszukommen. Dann wäre es besser, jetzt zu speichern. Richtig. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach der Speicherung. Und da sind wir wieder. Die Klopapierrolle ist mit Kacke beschrieben. Scheiße. Erotisch. Ein Durchfall. Die Soße zur Wurst. Gehen wir mal zum Ausgang und gehen einfach mal raus. Wir wissen ja nicht, was wir tun sollen. Weil wir voll dreist sind und so. Und man uns nichts gesagt hat. Wir armen Schweine. Der Eingang zum Rangkampf 5 ist jetzt offen. Dann werden wir fast gleich dahin gehen. Wir sehen uns aber gleich erst nochmal bei der Abgabe der Lobikow-Bälle. Mein Bisofinin Rusatschka. Warum ist hier Blut? Und warum liegt hier Stroh? Ich frage lieber nicht. Und das sind wir. Abgabe der Lobikow-Bälle. Oh, ich habe die letzten anderthalb Stunden mit der Scheiße verbracht, wenn nicht länger. Naja, ja. Eher fast 2 Stunden. Und deswegen gibt's heute nur ein Video. Weil, wegen Scheiße. Weil, aha. Ein Ball. Ein Ball. Dafür bringe ich dir eine kleine Trick bei. Wähle die Technik aus, die du willst. Wir wollen alle gleichzeitig. Erinnerung der 2. Zeig die Position der Gegner auf der Minikarte an. Bist du bereit dafür? Es kommt ein bisschen kürzer. Was schade ist, dass du nicht hörst, ist, dass der Russe uns gerade verprügelt. Oh, das ist schön. Du hast die schöne Technik gelernt. So lernt man auch Techniken in Russland, mit denen man verprügelt wird. Hu? Sagt wirklich Hu? Jetzt hast du die Technik drauf. Komme wieder, wenn du ein paar gesammelt hast. Hast du noch Bälle? Willst du nochmal?
Ja, das werden wir jetzt aber ein bisschen schneller machen. Dämon, kitzeln, aufs Maul bekommen. Glücklich sein wegen Technik. Richtig, endlich. Der Großteil des 100% Runs ist es, dass wir es jetzt geschafft haben. Das war jetzt der größte Teil des 100% Runs. Jetzt müssen wir uns nur noch das dadurch klopfen. Und dann müssen wir nur noch die restlichen Gegner besiegen. Und dann alles noch kaufen. Aber das ist weniger das Problem, weil das ist nur Farmen. Süßer. Ja. Wenn du wirklich einen 100% Run machen willst, müsstest du doch eigentlich auch alle T-Shirts sammeln. Das werden wir noch machen, das kommt noch. Ich müsste übrigens schon fast alle aus den Mülleimern haben. Okay. Daher ist das, denke ich mal, kein Problem mehr. Wir werden noch ein paar kaufen. Und wenn uns einzelne fehlen sollten, ist das okay, würde ich sagen. Dann ist es aber kein 100% Run. Da ist es ein 98% Run. Okay, das will ich ne, ich denke, die meisten T-Shirts sollten wir wirklich haben. Ich habe jetzt nochmal einen Schwung gefunden bei der Suche. Und deswegen, laber. Ja, glaubst du, Bälle? Susatschka und. Ich habe ganz viele Bälle für dich, während mein Stuhl voll aufkracht. Ich liebe es, wenn der Stuhl kracht. Das ist wirklich ein sehr beruhigendes Geräusch. Freut mich. Das Schöne ist, ich muss in circa 2 Stunden wieder eine Aufnahme machen. Juhu! Das heißt, ich habe heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als 4 Stunden in No More Heroes rumzugammeln. Ah, fast 4 Stunden, 3,5 irgendwie. Und in der Zeit, oder 3 Stunden? 3 könnte auch hinkommen. Ich bin mir unsicher. Wir können ja gleich gucken. Ja. Als hier in diesem Spiel rumzugammeln und Zeug zu erledigen und es kam. Der Ball ist dieses Opfer. Sobald wir den letzten Ball gefunden haben, werden wir verstehen. Okay, das darfst du dann gleich nochmal lesen. Entschuldigung, okay, dass ich das übersprungen habe. Ein bisschen kitzeln. Nun bist du voll initiiert. Benutze deine Fähigkeiten weise. Spezial-Supertechnik, die endgültige. Jetzt hast du die Technik drauf. Ach, der letzte Ball. Mein Zahal ist nur zu Ende. Drevis, du musst selbst suchen gehen. Was vor dir siehst, ist, was dich im Spiegel erwartet. Sobald dein Schicksal zugeschlagen hat, mach das Beste draus. Wenn du wieder den Pfad des Mordes fragst, erwartet dich dieses Leben. Oh Mann, aber verstehe mich nicht falsch. Nicht alles ist schlecht. Okay. Nichts liegt hinter der Grenze des Tötens. Von jeder Spitze gibt es keine Aussicht. Ich kann kein Trostzuschuss haben. Aber das bedeutet an sich noch nichts Schlechtes. Wenn es das ist, was du willst, dann töte weiter. Zögere nicht, bleib dran. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Travis, werde der Beste. Okay. Eigentlich wollte ich in den Part noch den Kampf reinpacken, aber da wir schon bei 15:50 mindestens sind und ich habe ein paar Mal meinen Stoppuhr nicht mitgenommen, würde ich sagen, war's das für den Part und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part wieder, wo es dann heißt Ranglistenkampf 5 und danach erstmal Ende der heutigen Aufnahmesession. Ich bin Arkne 917. Und ich bin Lost Destroyer. Wir zum nächsten Mal. Ciao.